Leute, ich habe euch das gesagt. Ich gucke mir die Serie an, Defenders of the Earth. Ich habe mir den ersten Teil angesehen, wo sie ja quasi alle zusammenkommen. Also Flash Gordon aus einer eigenen Serie, dann quasi das Phantom aus seiner eigenen Serie rausgenommen, dann der Mandrix, der Lothar, weiß ich nicht, aus welcher Serie sie den genommen haben. Und Ming halt als Bösewicht, der Gnadenlose, auch aus Flash Gordon quasi rausgenommen. Gemeinsam sind das die Verteidiger der Erde und die bekämpfen den quasi. Die haben aber auch ihre Kinder dabei. Das ist eben halt das Spannende dabei. Also der Rick Gordon ist von Flash Gordon quasi der Sohn. Der LJ ist quasi der Sohn von Luthor. Ich weiß nicht, aus welcher Serie sie den genommen haben. Der Kashyym, das ist der Adoptivsohn von Mandrake. Und Jedha Walker ist die Tochter vom Phantom. Das ist nämlich auch spannend. Normalerweise ist das ja in der Serie immer beim Phantom so gewesen. Der Sohn beerbt ja den Vater, wenn der tot ist, und wird dann ja zum wandelnden Geist. Und das ist immer nur vom Vater auf den Sohn. Und in der Serie haben die da quasi mitgebrochen. Also wenn der Vater mal irgendwie tot ist, weil der ja keine anderen Kinder hat scheinbar, wird sie ja der nächste wandelnde Geist. Sie hat halt die Fähigkeiten erworben, durch Telepathie mit Tieren zu sprechen. Deswegen hat sie da auch einen, was ist das, ein Gepard dabei, einen schwarzen. Ja. Der Rick Gordon ist quasi technikbegabt. Der Luthor ist Akrobat. Sein Vater ist ja sehr stark und er ist halt Akrobat. Und Kashyym, das ist halt noch ein kleiner Junge bei Mandrake, der halt da wohnt und der baut immer viel Scheiße, der klaut von dem Mandrake immer so Zaubertricks und versucht zum Beispiel, wo er in der Schule gehänselt wird, die anderen Kinder dann damit quasi ja auch mal zu ärgern und dann brechen da so Unwesen aus, Zauberleute aus einer anderen Dimension, die sich natürlich unser Bösewicht, ja Ming, der Gnadenlose, denn nutzbar machen möchte, um die quasi gegen die Defenders of the Earth, also Verteidiger der Erde, zu lenken, damit er die Erde übernehmen kann. Die Grundgeschichte ist nämlich, von seinem Heimatplaneten musste er weg, weil er alle Ressourcen verbraucht hat und der hat sich die Erde ausgesucht, um da zu regieren, muss aber erst die Verteidiger der Erde loswerden. So, das ist eine Zeichentrickserie aus den USA, die ist 1986 quasi Produktionsdatum. Ja, die Charaktere sind aus drei Comicstrips, die von King Frituris Syndicate vertrieben werden, herausgelöst worden und dadurch ist diese Serie quasi entstanden. So, wenn wir da jetzt mal reingucken, es ist wie gesagt nur die DVD-Version, was anderes hatte ich jetzt hier nicht. Da gibt es 65 Folgen zu. Und in der ersten Folge ist das so, dass der von Flash Gordon quasi, der fällt auf die Erde runter, weil er von Ming fliehen musste. Bitte den von den Defenders auf zuerst quasi, die sich dann ja alle noch erst finden müssen. Also vom Mandrake eigentlich vor sein Haus. Gefunden und aufgepäppelt. Und die Eismänner greifen schon an. Und der Mandrake kann durch Hypnose vorgaukeln. Und das ist nämlich seine Fähigkeit, die er hauptsächlich einsetzt. Dass gar keiner von den Flash Gordon, dass er gar nicht im Haus ist. Und dann hauen die quasi wieder ab, die Eisleute. Die bauen nachher hinter sein Haus in so einen Vulkan, bauen die nachher ihre Geheimzentrale rein, was auch ein bisschen skurril gemacht worden ist. Dann sind sie eingeschlossen, weil sie sich durch den Vulkan eingeschlossen haben und dann greifen die Eisleute an und durch Zufall bumms haben sie ein Loch. Da können sie nachher dann rausfahren und sich tarnen. Naja, ist alles so gemacht worden, quasi die Angriffe der Bösewichter wurden nachher zum Guten, damit sie quasi ihre Einrichtung hatten. Das gleiche Thema fand ich skurril. Die Mutter stirbt, der Ming lädt sie in so einen Datenkristall runter, also die Persönlichkeit, und der Sohn, der Vater wollen nachher die Mutter retten, ist aber nachher so, angeblich ist sie dann wohl tot, die kann nicht mehr gerettet werden, aber der Datenkristall ist noch da. Und der Sohn, der heult erst in der ersten Folge ein paar Minuten. Und danach ist das so gefühlt, auch in derselben Folge noch, was ich schlimm fand, ist, über Mama ist halt tot, halt Pech, wir machen halt weiter und traurig bin ich nicht mehr. Im Gegenteil, ich bin jetzt happy. Also passt überhaupt nicht zusammen. Jedenfalls baut er aus dem Kristall einen riesigen Computer.
Dynec. Und dann habe ich ja immer so gedacht, das ist wie bei Galaxy Rangers, weißt du, wo sie denn so lostigern und nachher die Mutter zu retten, dass sie das dann da auch irgendwie versuchen. Aber ich habe mir die letzte Folge angesehen, da geht das um Dinosaurier. Also, da muss ich jetzt ein bisschen spoilern, aber die werden nie wieder diese Mutter retten. Das bleibt einfach so. Die haben nachher auch ein ganz normales Ende. Also jede Folge ist ja immer an sich abgeschlossen oder die haben manchmal einen Doppelteil drin. Aber jede Folge ist ja an sich eigentlich abgeschlossen. Und dass sie das Ming vertrieben haben und ihr Ziel erreicht haben, nö, passiert nicht. Das ist einfach eine ganz normale Folge, die 65, und damit endet das einfach. Was so ein bisschen traurig ist. Da hat man immer das Gefühl gehabt, da wollten sie vielleicht noch Folgen danach drehen und dann kam es dazu nicht mehr. Jedenfalls, ich nehme jetzt mal so ein Standardding, das mache ich jetzt mal auf. Das ist jetzt quasi jetzt so eine ganz normale Hülle. Und wenn man jetzt von innen mal reinguckt, ja, da gab es jetzt ja auch nichts dazu. Das sind ja einfach die CDs jetzt drin. Da sind immer so gefühlt 4 oder 5 Folgen auf einer CD. Und dann hast du hier halt oben auch immer angezeigt, welche Folgen drin sind. Ist einer meiner Lieblingszeichentrickserien, deswegen habe ich sie auch. Wenn du die noch nicht gesehen haben solltest, dann solltest du sie dir auch angucken. Macht schon sehr viel Spaß, gerade weil sie auch nur Klischees so ein bisschen bricht. Also das Phantom hat nachher dann natürlich einen weiblichen Nachfolger irgendwann mal theoretisch, wenn er mal sterben sollte, was schon ein bisschen skurril ist. Aber man muss diese Serie ein bisschen mit Humor nehmen. Wie weit man sie authentisch in die Comic-Welt einordnen kann. Also mit den Comics, die ich früher als Kind gelesen habe. Ja, da gab es das einfach nicht, dass der wandelnde Geist eine Frau ist. Gut, wenn man über das schon noch wegsehen kann. Also es wäre besser gewesen, wenn der wandelnde Geist eine Tochter und einen Sohn hätte und der Sohn macht den wandelnden Geist weiter und sie ist halt noch irgendwas anderes, so, weil sie mit Tieren sprechen kann. Hätte sie irgendwie anders aufgebaut. Und kriegt vielleicht später eine eigene Serie oder so. Hätte mir ein bisschen besser gefallen, aber. Gut, ist eigentlich auch ganz nice. Eine schöne Serie, die eigentlich gemacht worden ist. Dass sie mit ihren Kindern so viel machen. Also ich kann sie eigentlich nur empfehlen. Hier ist jetzt mal eine Altersangabe drauf. Ach tatsächlich, die ist ab 12 Jahre. Okay, da hätte ich jetzt schon eingeschätzt. Ich meine, heutzutage können auch, glaube ich, jüngere Kinder die gucken. Ne? Also das ist ja früher härter gewertet worden, als wie das heutzutage ist. Ne? Heute gucken die Kinder schon mit 12 Jahren ganz andere Filme. Naja, okay, liegt an den Eltern. Wir haben ja eine Laufspielzeit insgesamt. Von der ersten Box sind das 660 Minuten und in der zweiten Box sind das 770 Minuten. Also da haben wir richtig schön viel Filmmaterial. Bonusmaterial sind Comicgalerie, Charakterinfos, Kleidershow, Charaktere, Bilder, Artwork Galerie. Ja, da können wir vielleicht nochmal, wenn wir Zeit haben und Lust haben, nochmal in die Charakterinfos reingehen. Das würde mich nochmal interessieren. So, ich lese nochmal hier vor, was hier draußen nochmal dran steht. Das Jahr 2015, also das spielt schon theoretisch wieder in unserer Vergangenheit, war aber damals halt die Zukunft, weil es ja auch von 86 ist. Ming der Gnadenlose will die Welt unterjochen, denn auf seinem eigenen Planeten Mongo herrscht Rohstoffmangel. Doch ein Team von Helden will das verhindern. Unter anderem dabei ist Flash Gordon, das Phantom, der Magier Mandrake, Flash Gordons Sohn Rick, Yeda, Walker, LJ, der Ortfaulner Kismin und das Alien Sophie. Ja, der Kissin, der hat dann nachher noch so ein Alien auf Mongo gefunden, das ist auch dabei, aber es ist so ein Nebencharakter, hat keine wichtige Funktion. Die coole Zeichentrickserie Defenders of the Earth ist eine Marvel-Produktion, die im Jahre 1986 in Zusammenarbeit mit King Features Entertainment entstand. Diese Box enthält die Episode 1 bis 35 auf 7 CDs. So. Und hier steht nochmal genau das gleiche drauf, nur eben hier steht Folgen 36 bis 65 auf 6 DVDs. So Leute, wenn ihr nicht wisst, was ihr gucken wollt und ihr seid Zeichentrick verliebt und ihr habt vielleicht diese Box oder wollt euch diese Box zulegen, guckt die auf jeden Fall, sie ist es wert. Sie ist sehr gut gemacht.
wie das eben so ist mit allen Serien. Es gibt gute Sachen, es gibt schlechte Sachen, das haben ja alle Serien oder Filme. Aber ansonsten begeistert die echt, wenn die von 86 ist, mit der Charakterentwicklung, mit den Umsätzen, die sie damals gezeichnet haben. Da ist so gut wie gar nichts animiert, das ist eigentlich alles gezeichnet. Also ist eine Serie, die sollte man in seinen Schrank haben. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr gucken könnt am Wochenende, dann guckt euch bitte Defenders of the Earth an.